Ja, herzlich willkommen zum heutigen Online-Seminar Stress und Krise. Es freut mich, dass wir, obwohl in diesen Krisenzeiten wir uns leider nicht persönlich bei der Volkshochschule im Seminarraum treffen können, Sie virtuell hier an der Isar draußen zu treffen, was ja sehr gesund ist in den heutigen Zeiten. Ich teile jetzt meinen Bildschirm mit Ihnen, damit Sie auch sehen, was ich an Bild- und Textmaterial heute dabei habe. Der Umgang mit den eigenen Ressourcen. Darum soll es in der nächsten Viertelstunde gehen. Und als allererstes möchte ich mich Ihnen kurz vorstellen. Mein Name ist Ulrike Stefanowski. Ich habe als Ärztin am Neurologischen Universitätsklinikum eine Weile gearbeitet und dann in der pharmazeutischen Industrie in verschiedenen Managementpositionen. Jetzt bin ich freiberuflich und berate zur betrieblichen Gesundheitsförderung, vor allem für die Mitarbeitergesundheit. Mir geht es immer darum, dass man die Krankheiten versteht und wie sie zusammenhängen, denn erst dann kann man auch das gesunde Verhalten tatsächlich so fördern und umsetzen, wie es sinnvoll wäre. Und dazu mache ich in den Firmen Beratung fürs Gesundheitsmanagement, aber eben auch Seminare, Workshops, Vorträge wie diesen und auch sehr persönliche Präventionstrainings, wenn das gewünscht ist. Die Schwerpunkte liegen im Moment sehr stark bei diesen Themen Resilienz, Burnout, weil auch die Gefährdungsbeurteilung der Psyche mittlerweile ja gesetzlich vorgeschrieben ist. Aber natürlich auch Themen wie gesundes Führen, Ernährung oder der Rückenschmerz sind hier Teilbereiche, denn man kann die Dinge meistens gar nicht so klar voneinander abtrennen. Die Gesundheit heutzutage ist ja kein Zufall. Ein gesunder Geist lebt in einem gesunden Körper. Und die drei Säulen eines gesunden Lebens könnten für jeden von uns einige Erkrankungen vorbeugen. Mit diesen Säulen meine ich die Bewegung, die Ernährung und dieser große Bereich des Stressmanagement, Resilienz, Regeneration, egal wie Sie ihn nennen mögen, der sich in alle Teilbereiche hineinzieht. Ja, wären wir in diesen drei Bereichen perfekt optimal aufgestellt, könnten wir 80% all unserer Erkrankungen tatsächlich vermeiden. Ich meine damit wirklich auch Krankenhausaufenthalte, das ist wissenschaftlich bewiesen, ja, auch Arztaufenthalte. Und gerade jetzt, in den aktuellen Zeiten, wo wir uns ja mit der Gesundheit ja ganz stark beschäftigen, trifft das umso mehr zu. Wenn wir mal überlegen, wozu wir all unsere Maßnahmen machen, dann ja letztendlich darum, um die zu schützen, die eben schon vorerkrankt sind, denn diese würden unter dem Virus ja besonders leiden. Vorerkrankungen sind dabei sehr, sehr häufige. Also zum Beispiel alle, die einen Bluthochdruck haben, und das sind in Deutschland ungefähr 25 Millionen bekannte Patienten. Dazu kommen noch einige, die es gar nicht vielleicht wissen. Also messen Sie mal Ihren Blutdruck und schauen Sie vielleicht mal nach, ob Sie nicht dazugehören. Das Ganze aus meiner Sicht zu 80% hausgemacht. Hoher Blutdruck ist vergesellschaftet mit hohem Körpergewicht. Also Sie könnten hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, bei den allermeisten zumindest. Und noch ein Bereich, wo es noch viel deutlicher wird, sind die Raucher. Mit einer Lungenschädigung wird der Virus Sie, wenn Sie ihn bekommen, doch deutlich stärker treffen. Und da haben wir schon ein Viertel der Bevölkerung, die das tatsächlich ja aus eigenem Ansporn sozusagen machen, diese Lungenvorschädigung. Ich möchte aber gar nicht so sehr in diesen Bereich heute hineingehen, sondern zu dem Thema sei von meiner Seite her nur noch gesagt, ich glaube nicht, dass wir im Krieg sind mit Viren oder Bakterien. Nein, vielmehr leben wir in der Symbiose mit diesen. Sie waren vor uns da und sie werden immer da sein. Wir sollten also eher lernen, mit ihnen gesund umzugehen. Und all das, was wir jetzt hier auch tun, sämtliche aktuelle Maßnahmen fußen ja darauf, dass wir haushalten mit dem, wie wir im Moment umgehen, ja, dass wir das Gesundheitssystem also möglichst wenig belasten. Was sind denn die Probleme der Krise? Das Ganze, was wir hier erleben, ging eben sehr schnell. Also im Grunde genommen eine Veränderung, eine sehr, sehr schnelle. Und Veränderung macht ausnahmslos, das ist einfach menschlich verankert, Angst, weil es eben etwas Unbekanntes ist. Also eine starke Emotion, die hier ausgelöst wird und diese bewirkt automatisch
Stress, eine Stressreaktion wird in jedem von uns ausgelöst, ob er es wahrhaben möchte oder nicht. Ja, für viele bedeutet es auch körperlich, sich auf einmal ganz anders zu betätigen, sozusagen. Hoffentlich nicht so. Ja. Und tatsächlich das Thema der Isolation. Also weniger Glückshormone, da seien nur genannt eben Oxytocin, Serotonin, aber viele andere auch. Und Sie sehen schon auf der einen Seite Stresshormone mehr als sonst, auf der anderen Seite weniger Glückshormone, keine besonders gute körperliche Lage. Und dazu kommt noch bei einigen, nicht bei jedem, dieses Thema. Ja? Hilflosigkeit löst wiederum Stressreaktionen aus. Das sind also die Themen, die es derzeit gilt anzugehen. Und unsere Gesundheit ist eben höchst gefährdet, nicht nur durch den Virus, sondern durch diese Anforderungen, die es hier gibt, die viele eben als Stress empfinden und damit dann verbunden eine Leistungsminderung, oft auch eine Unzufriedenheit. Wenn Sie das über eine gewisse Zeit haben, gesellt sich oft dies dazu, Schlaflosigkeit, Schmerz oder eben andere körperliche Symptome. Die Latte hier ist lange und jeder wird bestimmt das erleben, wo er eben am meisten schon vielleicht auch eine Vorschädigung hat, wie wir Ärzte gerne sagen, eine Prädisposition. Schauen wir uns die Stressreaktion, die akute, aber einmal an. Was läuft denn da ab? Was passiert tatsächlich? Das haben Sie alle schon mal gehört. Das ist der klassische Fight or Flight. Wir wären alle nicht auf dieser Welt, hätten unsere Vorfahren das nicht optimiert. Ja, und das sitzt genetisch eben sehr, sehr tief. Wir leben sozusagen genetisch immer noch in dieser Zeit, als es darum ging, schnell und angemessen auf eine Situation zu reagieren. Und die Situation früher war eben, ja, rennen oder fliehen oder kämpfen. Also sind wir dem Gegenüber gewachsen oder nicht? Das gilt es schnell zu entscheiden. Und dann mussten eine Kettenreaktion körperlich an Botenstoffen ablaufen. Das heißt, Hormone sind ganz schnell ausgeschüttet worden und die werden es noch heute. Wir können gar nichts dagegen tun. Das geht sehr, sehr schnell. Die dann wiederum bewirken, dass eben im Körper einiges los ist. Also die Herzfrequenz geht hoch, der Blutdruck geht hoch, auch der Blutzucker. Das ist eine tolle Reaktion. Ich möchte ein bisschen dort auch hin, dass wir den Stress nicht so sehr verteufeln. Ja? Die Muskulatur wird durchblutet, die Bronchien erweitert. Wir Ärzte machen uns das zum Beispiel in der Asthmatherapie zugute, diesen Effekt. Aber wenn Sie jetzt hier mal gucken, vieles davon, und das ist natürlich noch nicht ausreichend erklärt hier, sondern es soll nur einen kleinen Einblick geben, eine hohe Herzfrequenz, ein hoher Blutdruck auf Dauer schädigt eben das Herz-Kreislauf-System. Und der hohe Blutzucker wiederum macht genau das, womit viele zurzeit kämpfen, nämlich Entstehung von Diabetes. Also, alles, was hier passiert, ist Adrenalin vermittelt. Das ist unser klassisches Stresshormon, das kennen Sie auch schon, ja. Das eben aufs Herz-Kreislauf-System sehr schnell wirkt und infolge eines immer angelaufenen Herz-Kreislauf-Systems passieren dann die Erkrankungen, die ich Ihnen hier mitgebracht habe, die wir alle nicht haben wollen und um die es eben geht, die zu vermindern. Also Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, Übergewicht, aber auch diese andere Seite, die ich Ihnen eingeblendet habe, dass gleichzeitig der Cortisolstoffwechsel, der eben auch im Stress ein anderer ist, angestoßen, der aufs Immunsystem wirkt. Und hier kommt jetzt die zweite Säule zum Tragen, eine erhöhte Infektanfälligkeit, etwas, das wir im Moment gerade genau nicht brauchen, aber auch solche Themen wie eben Burnout, Depressionen, dann chronische Schmerzen. Unter einem anderen Cortisonhaushalt empfinden wir Schmerzen als ganz andere. Und jetzt verstehen Sie, wenn Sie sich hier alle Erkrankungen mal ansehen, auch warum ich eingangs sagte, 80% aller Krankenhausaufenthalte, 80% aller Arztbesuche bräuchten wir, zumindest in unseren Breiten hier nicht. Weil wenn Sie sich das mal anschauen, das sind genau die Geißeln, die eben die Leute heutzutage hier bei uns zum Arzt treiben. Und es soll heute ja nicht nur darum gehen, das festzustellen, sondern auch, wie wir es verändern können. Und dazu möchte ich zuallererst noch einmal kurz die 5 Phasen der Krise mit Ihnen durchgehen. Wir haben auf der einen Seite ein gewisses Energielevel, ja, und hier unten sehen Sie auf der X-Achse die Zeit aufgetragen. Wenn es jetzt zu dieser Krise kommt, und zwar egal was, das kann ja auch etwas noch ganz anderes sein, aber im Moment ist es für viele auch so gewesen, also zuerst erlebt man immer diesen Schock, dann rutscht das Energieniveau ab, geht aber gleich wieder nach oben und es kommt zur Verleugnung.
Ja, das läuft tatsächlich bei allen gleich ab. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Auch vielleicht später, wenn wir mal nicht mehr in der Corona-Krise stecken, könnten Sie dieses Chart sich vor Augen führen. Zum Beispiel, weil eine Person stirbt oder so oder andere Lebensphasen eintreten. Es geht von diesem hohen Energieniveau dann ganz tief bergab ins sogenannte Tal der Tränen. Wir haben eben kaum mehr Energie bereit. Und im Laufe der Zeit geht es dann in das Thema Verhandeln, dass man mit der Situation sich auseinandersetzt. Dann kommt die sogenannte Trauerarbeit. Hier läuft es oft in vielen Phasen, sehr, sehr unterschiedlich bei einzelnen Menschen, bis man am Ende hoffentlich zu diesem Punkt kommt in die Akzeptanz, Integration der aktuellen Lage. Und Sie sehen, wenn Sie jetzt eben das Energieniveau anschauen, wo wir hier jeweils stehen. Und wichtig ist es jetzt also, dass wir jede dieser Phasen zwar durchlaufen dürfen und das auch ganz deutlich tun, aber eben in keiner stecken bleiben. Zum Beispiel im Tal der Tränen, ja, wo eben depressive Patienten tatsächlich dann leiden. Ich bringe Ihnen noch das transaktionale Stressmodell mit heute. Es gibt tausend Stressmodells, aber dieses eine halte ich für sehr sinnvoll, weil es ganz an einfachem Beispiel aufzeigt, wie man mit dem eigenen Stress gesund umgehen kann. Also Sie haben ja im Stress immer zwei Dinge. Es gibt diese stressauslösende Situation und es gibt Sie als Person. Und unser Unterbewusstsein stellt sich sofort die Frage, da können wir gar nichts dagegen tun. Das ist eben noch ganz tief in uns verankert, noch aus der Steinzeit. Kann ich den Stressor beeinflussen? Bin ich dazu in der Lage? Ja, und ich habe Ihnen mal hier diese Situation Stress und Streit dargestellt, wo wir uns ja immer überlegen, bin ich oder der andere derjenige, der sozusagen hier gut rauskommt? Und dann beantwortet auch wiederum unser Unterbewusstsein, solange wir eben nichts damit tun, für uns sofort diese Frage, wie es eben damals war, wenn wir ein Geräusch gehört haben, uns dann umgeguckt haben und gesehen haben, okay, Freund oder Feind. War es der Feind, dann hieß es eben, okay, ja, ich kann, ich bin stärker, ich kann ihn besiegen, vielleicht ist es ja sogar die nächste Mahlzeit und dann kriegen sie richtig Kraft, diese Stressreaktion mit dem hohen Blutdruck, der hohen Herzfrequenz, die uns jetzt dazu befähigt, extremst leistungsfähig zu sein und richtig viel Kraft zu haben, um in dieser stressigen Situation zu überleben. Oder aber, und das ist natürlich das, was heutzutage leider oft passiert ist, wir beantworten diese Frage mit einem Nein. Ich weiß nicht, wohin jetzt mit dem Kind in dieser Lage. Ich weiß nicht, wie ich mein Geld verdiene und so weiter und so fort. Und das macht dann diesen negativen Stress. Dieses Stressmodell gibt es ja nicht nur in der Krise. Das ist quasi täglich durchlaufen wir, je nach Datenlage, die Sie dafür nehmen, ein paar Mal diese Fragestellung. Ja? Allein wenn das Telefon klingelt, ja, die Frage, habe ich jetzt Zeit dafür? Gehe ich hin? Oder eben, nein, macht es mir nur zusätzlichen Stress, weil ich gerade noch drei andere Dinge parallel tue. Und jetzt gilt es daran anzusetzen. Der erste Punkt wäre hier in der Wahrnehmung an der Situation. Ja? Bleiben wir bei diesem einfachen Beispiel, das Telefon klingelt. An der Wahrnehmung der Situation, passt es mir jetzt gerade rein oder nicht? Kann ich es einfach ausblenden? Ja? Oder bleiben Sie bei dem Thema Streit, wenn jemand Sie zum Beispiel von der Seite schief anschaut, ja, ist es tatsächlich Ihre Wahrnehmung? Hat er Sie wirklich schief angeschaut? Im Moment zum Beispiel der Faktor beim Einkaufen, ja, tragen Sie eine Maske, Sie werden sofort ganz anders wahrgenommen und angeschaut, aber es bleibt Ihre Wahrnehmung. Auch ob Sie heute all die Dinge tun müssen, die Sie in Stress versetzen oder nicht, ist Ihre eigene Wahrnehmung. Müssen Sie den Rasen mähen? Müssen Sie die Spülmaschine ausräumen? Für wen tun Sie das? All diese Fragen, die da dahinter stecken. Also an der Wahrnehmung können wir arbeiten und zum Zweiten an der Interpretation. Ist es nicht vielleicht tatsächlich, und jetzt kommen wir zu dem größten Teil, den uns eine Krise auch immer beschert, vielleicht ein Stück weit sogar schön, bestimmte Dinge nicht zu tun. Ich erlebe es, einen weniger gefüllten Stundenplan zu haben, vielleicht auch als ein bisschen angenehm, gerade jetzt in der Krise. Ja? Also wir können auch hier die Interpretation für bestimmte Situationen verändern. Aber weil wir so extrem individuell sind, ist das Stressempfinden eben auch sehr, sehr unterschiedlich. Sonst könnte das Modell jetzt ja jedem helfen. Aber weil wir so individuell auf den Stress reagieren, vielleicht sogar tagesformabhängig,
möchte ich mit Ihnen noch die 5 Stressverstärker anschauen, die uns eben dazu bringen, wie individuell wir mit dem Stress umgehen. Damit Sie vielleicht ein paar Ideen und Anregungen bekommen, wie man persönlich seinen eigenen Stress ein bisschen gesünder angeht. Ja, der erste klassische in unserer Gesellschaft ist, sei perfekt. Ne? Möchten wir nicht alle richtig perfekt sein? Der zweite ist, sei beliebt. Ja, gerade Frauen sind hier oft sehr diejenigen, die sagen, nein, ich möchte, dass jeder mich mag. Ja, aber everybody's darling, das weiß jeder, können sie gar nicht sein. Gerade im Firmenkontext ist das ein großer Stressverstärker. Dann das Thema sei stark. Der ist jetzt wiederum bei den Männern häufiger stark ausgeprägt, muss aber gar nicht sein. Ich kenne auch viele Frauen, die dieses Stark-Thema haben. Sei vorsichtig. Sehe ich ganz oft natürlich im Straßenverkehr. Da ist es bestimmt auch ein Stück weit angebracht. Nur wie oft sehe ich auch gerade in dieser Situation als Mutter oder so, wie wenig manchen zugetraut wird. Und wenn Sie das vielleicht in der Kindheit schon immer hören, nein, zu hoch für dich, da springst du nicht runter. Wie sehr verinnerlichen Sie dieses? Sei immer vorsichtig, sei auf der Hut. Jeder könnte dir was Böses wollen. Ja. Versicherungen sind in dem Bereich ganz groß angesiedelt. Und der letzte Verstärker, ich kann nicht. Ja. Auch das ist halt häufig ganz tief schon eingeprägt in der Kindheit. Was trauen Sie sich denn zu und was nicht? Gehen Sie in der Krise so vor, dass Sie sagen, oh, mir bricht alles weg. Ich kann jetzt nicht mehr. Ja. Ich lege mich hin und weiß nicht, was morgen ist. Oder packen Sie es an? Sehr persönliche Fragen. Ich habe dazu, damit wir das noch ein bisschen sacken lassen, weil wir ja leider hier online jetzt keinen echten Stressverstärker-Test machen können. Den mache ich an dieser Stelle dann immer, dass Sie selbst sich ein paar Fragen stellen können und dann so ein paar Punktewerte hier bekommen. Aber an dieser Stelle dann vielleicht etwas tiefer. Also sei perfekt ist so die Überbewertung der Leistung. Finden Sie sich in diesen Sätzen? Ich mache immer alles am liebsten selbst. Fehler gibt es nicht. Ja? Ich darf keine machen. Klassisch Fehlerkulturen führe ich in den Firmen oft ein, damit Sie lernen, aus den Fehlern auch zu lernen. Ja, Fehler sind ganz wichtig, jeder Mensch macht sie. Und wenn wir sie unter den Teppich kehren, können wir nichts daraus lernen. Bei dem Thema sei beliebt, diese Überbewertung der Zuwendung, Sie wollen mit allen gut auskommen. Wenn Sie da natürlich einen starken Verstärker haben, dann wird alles, was die anderen stört, Sie extrem stressen. Oder diese Unabhängigkeitsgeschichte. Sie müssen immer für die anderen da sein. Ja. Sie selbst können keine Hilfe in Anspruch nehmen, weil sie sind so stark. Überlegen Sie auch mal hier, wie tief Sie im Stressverstärker sind. Dann dieses Thema mit der Kontrolle, dass Sie selber sagen, es ist ganz schlimm, wenn etwas nicht so läuft, wie ich es geplant habe. Und das Thema der Überbewertung der eigenen Möglichkeiten. Wenn Sie diesen Satz haben, das schaffe ich nie. Klassisch das Hängen in der Opferrolle. Ich sehe viele Personen in meinem täglichen Alltag, gerade in der Firmensituation, aber auch in Familien, wo man ganz oft so dieses Gefühl hat, okay, das kann ich nie. Ja. Gerade wenn die Rollenverteilung auch sehr, sehr klassisch aufgeteilt ist. Ja. Können Sie Ihr Fahrrad selber reparieren zum Beispiel? Oder sind Sie dann gleich aufgeschmissen? Können Sie die Steuer machen? Aber warum denn eigentlich nicht? Ja? Einfach mal anders machen. Ist hier das Thema. Denn wenn Sie das tun, was Sie schon immer können, ja, dann bleiben Sie das, was Sie immer sind. Dazu haben Sie sich sicher heute zu dem Seminar angemeldet oder interessiert zumindest. Und wenn Sie bis hier zugehört haben, meinen Glückwunsch. Es ist an der Zeit, etwas zu verändern. Die Krise gibt uns die Chance dazu. Tun Sie einfach mal was anders. Schauen Sie, was sich verändert. Ich hoffe im positiven Sinne für Sie. So geschieht Weiterentwicklung. Ja, für uns alle. Wir haben also gelernt, der Stress entsteht im Kopf. Bei uns selbst. Er ist sozusagen hausgemacht. Und er wird dann vom Körper ausgetragen. Also alles, was ich so sehe, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, aber auch der klassische Nackenverspannung. Wer hätte nicht gerne eine Massage? Ja, der unterliegt sozusagen seinem ständigen Adrenalin-Cortisonspiegel, die eben tatsächlich auf Dauer klassischerweise in diesen Verspannungen und Schmerzen münden. Das ist der normale Teufelskreis, aus dem es nun gilt, auszubrechen, denn ich möchte Ihnen gerne helfen, dass Sie all das nicht haben.
Gut, also wenn wir das nochmal hier gelernt haben heute, der Stress entsteht im Kopf und er wird dann vom Körper ausgetragen. Und was tun wir? So schwer ist es nicht. Ja, wir müssen eben den Kopf und den Körper einsetzen. Also, am wichtigsten hatten wir vorhin im Stressmodell schon die Bewertung der Situation verändern. Es liegt nur an uns, wie wir die Situation bewerten. Und zweitens, den Körper dann auch einsetzen. Das Adrenalin ist entstanden, täglich entsteht es, jeder von uns hat Stress. Also sollten wir gucken, dass wir auch immer wieder dieses Adrenalin abbauen, diesen hohen Muskeltonus, der eben durch das Adrenalin entsteht und die hohe Herzfrequenz und den hohen Blutzucker und all diese körperlichen Dinge eben entsprechend wieder loswerden. Ja? Sie kennen diese Regeln, die brauche ich Ihnen gar nicht zu sagen, da können Sie jeden Arzt fragen und das wissen Sie selber. Mindestens 10 Minuten körperlich richtig auf Touren kommen, einmal pro Tag. Und die 3 Stunden in der Woche, echte Ausdauer, sind so ein Minimum, das wir auch mit Daten belegen können. Suchen Sie sich bitte den Sport, deswegen habe ich Ihnen hier ganz viele mitgebracht, Sie müssen nicht laufen oder radeln. Suchen Sie sich den Sport, der Ihnen richtig Spaß macht, denn Sie sollen es ja auch langfristig umsetzen. Und auch hier gibt es ja 100.000 Möglichkeiten, viele Kurse an der Volkshochschule und anderswo. Und fangen Sie mit Kleinigkeiten an. Kleinigkeiten kann man umsetzen. Kleinigkeiten sind nicht viel. Jeder von Ihnen, bin ich mir sicher, kann eine Kleinigkeit ab morgen anders machen. Die Bewertung einer kleinen Situation verändern. Ein bisschen körperliche Bewegung und Achtsamkeit für sich entdecken. Am Ende ist es all das. Ja, trinken Sie auch ausreichend. So ein paar kleine Tipps will ich am Rande auch loswerden. Vergessen Sie Ihren Körper in all diesen Stresssituationen nicht. Und hier nochmal zur Zusammenfassung. Wie kann man dem negativen Stress begegnen? Also zum einen, körperlich haben wir gerade gehört, aber es ist nicht nur die Bewegung. Es ist natürlich auch so etwas wie der richtige Atem. Ja, alle, die Yoga, Tai Chi oder irgendwelche fernöstliche Meditationsformen auch praktizieren, wissen das. In der akuten Stresssituation kann man über den Atem viel erreichen, aber auch das muss man lernen und eben regelmäßig durchführen. Die Ernährung spielt körperlich auch eine große Rolle. Hierzu gebe ich separate Seminare, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber schauen Sie, dass Sie auch sich ausreichend mit Vitaminen, Mikronährstoffen, sekundären Pflanzenstoffen und so weiter versorgen, damit Sie der Stressstoffwechsel, der eben dem Körper viel abverlangt, auch immer gewappnet sind. Ja, und geistig das Thema der Rollenerwartungen. Ich hatte Ihnen diese 5 Stressverstärker gezeigt. Alte Muster überdenken, wieso, weshalb, warum reagiere ich in bestimmten Situationen auf diese Weise. Ja, wer fordert von mir all das ein? Und dann natürlich die organisatorische Geschichte. Wie sieht Ihr Zeitmanagement aus? Was machen Sie an welcher Stelle? Von wem lassen Sie sich wie auch antreiben? So, das nur so als Übersicht, dass Sie sich vielleicht mitnotieren, wo Sie jetzt etwas verändern wollen. Und weil wir bei Stress und Krise sind, schon vor Urzeiten, wie Sie hier an diesem Zitat sehen, haben sich die Leute ja damit beschäftigt, was passiert, wenn man eben tatsächlich in die Krise gerät. Und ob man nicht mit einer sehr resilienten Herangehensweise das höhere Glück, das einen vielleicht aus dem tiefen Fall nach oben bringt, sehen kann. Ich wünsche es Ihnen sehr. Ich würde mich freuen, wenn wir uns an anderer Stelle eben vielleicht zum Thema Resilienz oder sonstigen Seminaren, die ich gebe, sehen können. Für heute möchte ich Ihnen wünschen, dass Sie sich die Zeit nehmen für Ihre Gesundheit. Sie haben nur diese eine. Und dann werden Sie eben auch später gar keine Zeit brauchen für die vielen Erkrankungen, die es gibt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Sie haben hier meine Kontaktdaten, meine eigene kleine Firma, die ich vor einigen Jahren gegründet habe, um Gesundheit besser verständlich zu machen. Und gerne kontaktieren Sie mich, insbesondere für betriebliches Gesundheitsmanagement, wo ich entsprechende Zertifizierungen Ihnen auch beratend mitgeben kann. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie gesund durch die Krise kommen und dass Sie ganz viel Leistungsfähigkeit mitnehmen. Wiederschauen!